Liebe Pokerfreunde, Obito wird ja hier und ich spiele heute das Team von Cap, Trombok, Lantern und Nachtara. Bin aber damit aktuell nicht so erfolgreich. Ich übe damit noch. Und ja, die zwei ersten Sets waren beides ein 1-4, also lief nicht gut. Gegen Junkie 3-1-1 kämpfen wir. Trombok gegen Flunschlick, okay. Ist in Ordnung. So. Wie viel macht ein Steinhagel? Ja, wir haben ihm leider einen Zug geschenkt. Ist nicht schlimm. So. Okay, er lässt drauf gehen. Wir gehen nach Tara und locken was raus. Vielleicht. Oder er hat einen eigenen Trombok. Ah, vielleicht hätte ich da jetzt einen Lantern gesollt. Aber jetzt sind erstmal in Nachtara. Satsinia ist okay. Satsinia muss ja eigentlich alles schälen. Ich hoffe, ich überlebe das, was auch immer kommt. Laubklinge? Nein. Oh, ich hätte schilden müssen, ne? Ich hätte einfach schilden sollen. Dadurch habe ich das wahrscheinlich jetzt verloren. Boah, das Kryptorasierblatt hat so viel Schaden hier gemacht, ne? Ja, ich muss einmal schilden. Ja, es war so klar, dass ein Säurespeicher kommt. Ah, schade. Ich brauche zwei Attacken. Och, bitte kein Spukball. Wenn es ein Spukball ist, gehe ich von der Welt. Oh. Das gibt's doch nicht. Er baitet und dann. Ah. Hätte ich das gewusst, hätte ich eher einen Donnerblitz gemacht. Ich hätte nur einen eher einen Donnerblitz machen müssen. Dann hätte ich ihn platt gemacht mit Noctu. Ja, ein Satsinia hinten. Mies. Ich hätte Nachtara einmal schilden müssen. Jean Cosette ist der nächste Gegner. Blöde Führung, ich gehe nach Tara. Okay. Das ist ein Worst Case. Das ist natürlich echt ein gutes Konterteam. Er geht aber auf Eisdieb, okay. Gehen wir vielleicht drei Schmarotzer hin. Eisdieb macht nicht so viel. Oder? Ja, vielleicht überlebe ich noch einen. Ja, den wird er entweder durchlassen oder schilden. Eins von beiden. Werden wir sehen, was er macht. Er schildert, okay. Ich werde den Eisdieb jetzt nicht schilden. Aber er hat bestimmt eh jetzt einen Konter, wenn ich jetzt rausgehe, oder? Ein eigenes Lantern, okay.
Im Gleichstand, perfekt. Donnerblitz kommt. Er schildert. Ich schilde auch. Er geht wenigstens auf Donnerblitz, perfekt. Schön wieder. Wir müssen ihn eigentlich nur snipen. So, jetzt kriegt er einen Donnerblitz. So. Ja, wir kriegen wahrscheinlich einen Spukball gleich ab. Aber einen Spukball sollten wir gleich überleben. Aber ich hoffe, der Schaden reicht dann aus. Wir holen aus. Perfekt. Spukball kommt, tut auch weh, ja. Das ist ein Himmelsfeger. Himmelsfeger müsste ich überleben. Das kann kein Spukball sein. Oh! Das gibt's doch nicht, wenn... Oh, der überlebt das doch 100 Pro, oder? Überlebst du das? Bestimmt, du bist Noctu, du bist tanky. Nee, doch nicht. Doch nicht. Noctu ist weg, perfekt. Boah, war das knapp. So knapp muss das echt nicht sein, Leute. So knapp muss das doch für mich nicht sein. Nun gucken wir mal, was jetzt kommt. Okay, perfekte Führung. Das ist eine perfekte Führung. Ja, es sieht sehr gut aus. So, jetzt gehen wir auf Schmarotzer. Sein Trombok ist weg, perfekt. Das Beste ist, wir können hier drauf Schaden machen. Und Donnerblitz kommt, aua. Wir machen die Zuflucht, das macht mehr Schaden pro Energie. Ja. Perfekt. Zwerfer kommt, ja. Wir müssen hier rüber. Hier haben wir auch einen guten Konter. Perfekt abgefangen. Zauberschein wird er hier nicht einsetzen. Psychoschock auch nicht. Wir haben abgefangen. Wir schütteln auch jetzt einmal. Das sollte eigentlich ein Sieg sein. Ja, perfekter Schild. Auf Trombok haben wir fast Energie, haben wir gleich Energie.
Ja, danke. Das kann der Gegner eigentlich nicht mehr gewinnen. Ja, ich glaube, er hat schon aufgegeben, ja. Perfekt. Das ist ein guter Sieg gewesen. Bitte gerne Alola auf Winona hinten mit Pulverschnee. Ah, da hatte ich diesmal das Konterteam. Was gut war. So, gegen Silak 44 kämpfen wir jetzt. Flunschig ist okay. Ja, Steinhagel überleben wir. Dann haben wir einen guten Konter. Hier können wir einen Spukball durchlassen. So. Ja. Ja, den überleben wir auch noch. Den Spukball. Hier machen wir einfach Blindsurfer, oder? Okay, perfekt, dass er hier mit reinkommt. Gehen hier rein. Gehen auf Spukball. Dann gehen wir hier auf Samenbombe. Kriegen ein Schild, perfekt. Wir müssen ihn nur gut runterschwächen schon mal. Perfekt. Ja, perfekt. So, zwei mache ich noch. Eins, so, zwei und rüber. Schade. Na, oh, das dürfte trotzdem Steinhagel sein. Ja, haben wir trotzdem irgendwie abgefangen. Oh, der Gegner gibt auf, ja. Kann er auch nicht mehr gewinnen. Erdbeben bringt mich auch nicht um. Ja, jetzt läuft auf einmal das Team. Warum auch immer. Aber es ist ja passend zum Video dann. Wenn das Team hier funktioniert. Jo, gegen Yasuke Castro kämpfen wir jetzt. Ah, Rexblizzard bin ich jetzt nicht so ein Fan. Warum? Ah, ich muss Meteorologe abfangen, ne? Perfekt. Der war gut abgefangen.
Aber wie werde ich das Rexbüßer los? Ja, natürlich. Natürlich. Was auch sonst? Was auch sonst hinten? Ja, ich muss Schaden hier drauf kriegen. Eine Samba mache ich ready, ne? Ah, ich hätte Zuflucht gehabt. Okay. Zuflucht hätte bestimmt ein bisschen mehr Schaden gemacht. Na, Samba müsste trotzdem reichen, oder? Wenn nicht, ist auch egal. Ich gehe gleich rüber. Okay. Ja, ich gehe auf Nummer sicher und chill das. Schade. Aber wir gehen auch nur auf Surfer. Aber, nee, du dürftest eigentlich nur Meteorologen schaffen, oder? Bitte kein Energieball, das wäre eklig. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, okay, der Kampf ist verloren. Da hätte ich auch, wenn er jetzt Energieball jetzt nicht geschafft hätte, hätte ich das nur noch gewinnen können mit Abfangen. Ja, okay, aber Rexblizzard-Führung ist echt mies. Muss ich auch dazu sagen. Rexblizzard ist immer eklig vorne. Also gerade für das Ding hier. Ja, Rexblizzard könnte ich auch morgen mal wieder spielen. So, das war mein positives Set. Wir gehen ins nächste gleich. Und kämpfen gegen CD Wutzi. Wut, wut. Und Boltoros, was auch sonst. Oh, ein Flammenwurf abfangen wäre cool, ne? Okay, ich habe zu lange gebraucht. Einspuckball. Okay, er schüttet links gleich. Ja, Schaden drauf kriegen, das ist wichtig. Ja, perfekt. Lombo ist abgefangen, jetzt kommt Pflanzen-Pokémon. Nee, Tatsache nicht. Tatsache kommt kein Pflanzen-Pokémon. Ja, wir schilden hier nicht. So, wir setzen hier Donnerblitz ein. Warten auf die Wechsel. Ganz, ganz wichtig. So, genau im Gleichstand.
Und wir gehen sofort rüber. Und ein Schlorbee. Ah, ich habe Energievorteil, ne? Das ist das Gute. Schlopp wird mies. Schlopp wird eklig. Schlopp ist auch so ein. Okay, Blattgeister ist nicht schlimm. Jetzt habe ich ihnen Farm gegeben. Ah. Ich dachte, er setzt jetzt ein, aber nö. Ja, das verliere ich. Ich hole einer aus. Okay, er hat eh eine Attacke, schade. Ja. Hat der Gegner gut gespielt. Definitiv. Dabei die Ladeattacke von Euteros gut abgefangen. Aber leider hat es nicht gereicht. Weil ein tankiges Schluck noch hinten war. Das war das Problem. Schlürp war das Problem. Nach Tara, dein Einsatz. Und wieder das Viech. Oh. Noctum Meditalis wird häufig gespielt. Und oh, das hat doch gut getimed. Er hat mir keinen Zug geschenkt. Ja, ich schilde nicht. Es ist Schwachsinn, hier zu schilden. Ja, leider kriegt er jetzt dadurch einen Konter. Ich hätte. Na, wahrscheinlich hätte das nicht mal gereicht. Nein, hätte nicht gereicht, zur Attacke auszuholen. Wir warten auf die Wechseluhr. Ich werde einfach nicht schön. Gib mir den Eishieb, das ist vollkommen egal gerade. Er hat sogar Eishieb. So, jetzt hast du dein eigenes Trombok wahrscheinlich. Nee, zu Beerus geht. Ja, ich muss schilden. Ich muss leider schilden. Habe ich gar keine andere Wahl. Mhm.
Ich hab nicht ausgeholt. Ich hab gleich auf Samenbomben gedrückt, aber danke. Dadurch habe ich es verloren. Dadurch habe ich es verloren. Ich hab nämlich auf Samenbombe geklickt. Ah, danke schön. Danke für gar nichts. Weil so wäre Zubiris jetzt weg gewesen. Wobei, du hättest wahrscheinlich den nächsten Spuber noch erreicht von mir, oder? Nee, hättest du nicht, also hätte ich das sonst gewonnen. Ärgerlich. Ich komme nicht mehr zum Surfer. Okay, du kommst eh noch zur Attacke. Aber trotzdem, ich hätte ihn mit Samenbombe besiegt. Hätte mit Landtorn jetzt den Donnerblitz geschafft, Noctu wäre weg gewesen. Also wäre das mein Win gewesen. Das ist doch ärgerlich. Ich weiß nicht, warum mein Trombok eine Attacke, Sofortattacke eingesetzt hat. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber okay. Sagen wir dazu einfach nichts. Flunschelige. Schnell rüber. Eine Rückkehr überleben wir ja. Ja. Und für die nächste brauchen wir ein bisschen Energie. Ich setze jetzt schon ein. Er schüttelt, perfekt. Okay. Ist doch 100 pro Schmarotzer. Ja. Ah, schade. Dazu schütteln wir Quatsch. Ja, ich schütte hier. Ich schütte hier. Ja, dann schütte ich hier nochmal. Okay. Interessant. Ah, hier krieg ich gleich ein Erdbeben reingedrückt. Ich brauchte Energie auf Trombok. Jetzt gehe ich hier ein Erdbeben gedrückt. Überleben wir natürlich. Ah, Zubiris lebt noch, ne? Ah, eigenes Trombok. Ja, ich muss hier einsetzen. Wie viel Leben hat das Zubius? Okay, perfekt. Das war knapp. Das war zu knapp. Das war richtig knapp. Das war und schön knapp. Kann man das auch nennen. Aber haben wir hingekriegt. Trotz Doppelgeist. Oh, da hätte ich natürlich am liebsten nach Tara gegen Trombok gehabt zum Schluss. Oh, wieder Noctu. Ja, dann kommt gleich das Meditalis, wenn ich jetzt wechsle.
Oder auch noch nicht. Ah, Schaden auf Noctu zu machen ist nicht tragisch. Das ist sogar sehr gesund für mich. Okay. Das ist natürlich doof, aber okay, ist halt so. Ja, dann werden wir mal gleich gucken müssen. Ah, die müsste ich noch knapp überleben, oder? Och, das ist nicht knapp. Ja. Okay, hier hätte er gar nicht mehr einsetzen müssen. Ich gehe hier drauf. Ja, ist egal. Den Kampf verliere ich wahrscheinlich. Hier müsste jetzt Surfer reichen. Hier verliere ich wahrscheinlich jetzt 100 Pro. Ja, er kann jetzt da reingehen. Hier. So, Spuper macht doch bestimmt ein bisschen mehr Schaden, oder? Ja, ein bisschen. Ich da mal Blitz? Ja. Perfekt. Noctus ist gegrillt. Ja, er muss nur runterfahren eigentlich. Ich muss jetzt zweimal ködern auf jeden Fall. Ja, das war jetzt im Nachhinein ein Fehler zu ködern. Da hätte ich doch auf Donnerblitz gehen sollen. So hätte ich ihn jetzt vielleicht runterfahren können. Oder auch nicht. Nee, er hat schon wieder den nächsten Schmarotzer. Oh ja, er hatte echt viel Energie. Das ist natürlich mies, ne? Das ist richtig mies. Wenn Noctu vorne ist. Ja, das hat diesmal kein positives Set. Es sind echt zu viele Noctus gerade unterwegs. Echt ekelhaft. Sage ich so, wie es ist. Ekelhaft. Ja, Agrostella ist okay.
Ja, ich darf hier nicht schön. Schlammoge, ja, macht ganz schön viel. Ah, ich muss mir hier den Wechsel holen. Das ist das Problem. Guter Schritt. Ja, jetzt hätte ich mir den eigentlich holen können. Wenn jetzt nicht hinten Noctu noch ist, ne? So, Wechsel haben wir schon mal. Das ist gut. Und auf das Nachtara von ihm kriegen wir auch Schaden und er muss eine Zuflucht machen. Oh, schade, Schmarotzer hätte ich vielleicht noch gerne rausgekriegt. Aber ist halt so. Jetzt kommen wir hier rein. Erst nicht schilden. Das wird echt eklig. Ja, den schön war noch nicht, auch noch nicht. So, jetzt kommt Surfer. Ja, das verlieren wir. Okay, ja, dann hat er sowas hinten. Na klar. Einfach nur eklig, die ganzen Zubiris. Ja, und zum Surfer komme ich nicht mehr. Ja, könnte ich nicht mal mehr gewinnen, falls ich abfangen könnte. Dafür machen die Dunkelklan zu viel Schaden. Er baut nur noch schön. Ja. Ja, keine Chance gegen Zubiris noch hinten. Und da hätte ich wieder Nachtara gebraucht. Da hätte ich wieder hierfür Nachtara gebraucht. Ein Akkusteller hätte ich Landturm gebraucht. Ätzend. Einfach ätzend. Ja gut, also mit dem Team komme ich im Moment nicht so gut voran. Es geht im Moment irgendwie echt bergab. Ich mag Superliga einfach nicht. Aber gut, für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.